Tina und Daniel. Das Missverständnis. Heute beginnt mein B2-Kurs an der Hallo Deutschschule. Das wird sicher schwierig, aber ich bin gespannt darauf, neue Dinge zu lernen. Hallo Lisa, schön dich zu sehen. Tina, du musst mir unbedingt erzählen, wie es gestern auf deiner Arbeit noch lief. Mir hat es gefallen, weil das Team nett und der Chef sympathisch ist. Es kamen noch einige Gäste. Ich habe viele Drinks gemixt und das Trinkgeld durfte ich behalten. Das freut mich für dich. Komm, wir gehen rein, weil unser Kurs bald beginnt. Es nimmt mich Wunder, ob wir hier im Kurs neue Freunde finden. Stimmt. Es wäre spannend, neue Leute kennenzulernen. Schau, da kommt noch ein Schüler. Hallo zusammen. Das glaube ich jetzt nicht. Lisa! Das ist der Gast von gestern Abend. Wirklich? Was für ein Zufall! Mach schon, sag ihm Hallo. Hallo, ich heiße Tina. Warst du gestern Abend nicht im Café Lou? Ja, stimmt. Ich heiße Daniel. Hallo, Tina. Ich komme aus Polen. Woher kommst du? Ich komme aus den USA. Und neben mir sitzt Lisa. Sie kommt aus Japan. Hallo Daniel, ist das dein erster Kurs an der Hallo Deutschschule? Ja, aber ich habe schon viele Videos der Schule gesehen. Oh, schau! Die Lehrerin ist da. Ich glaube, dass der Kurs jetzt beginnt. Und welcher Eindruck habt ihr vom Unterricht? Ich finde die Lehrerin kompetent und sympathisch. Ja, das stimmt. Und der Unterricht macht Spaß, weil wir viel sprechen und die Übungen sehr abwechslungsreich sind. Als die Lehrerin den Witz erzählte, musste ich lachen. Dir wird die Schule sicher auch gut gefallen, Daniel. Dann bin ich doch mal gespannt, was in Zukunft so alles passieren wird. Ich habe eine ganz andere Frage. Weiß jemand von euch, wo ich hier in Zürich Basketball spielen kann? Ehrlich gesagt, habe ich gerade keine Idee. Ich bin nicht so sportlich. Weißt du da etwas, Lisa? Ich weiß, dass es einige öffentliche Plätze hier in der Stadt gibt. Zum Beispiel im Sielfeld. Das ist ein guter Tipp. Da werde ich mal vorbeischauen. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich muss heute Abend noch arbeiten. Ich wünsche euch einen schönen Tag.
Hey, Leute, darf ich mitspielen? Kannst du denn spielen? Wir sind die besten Spieler der Stadt. Soll ich euch erst beweisen, dass ich mit dem Ball umgehen kann? Und was sagt ihr zu meinem New Yorker Stil? Unsere Karriere ist zu Ende. Du bist viel zu gut für uns. Ach was, kommt schon. Wir spielen ein 2 gegen 2. Ich will mit dir im Team sein. Nein, ich. Hier sind eure Getränke. Ich hoffe, dass sie euch schmecken. Danke. So sieht es aus, wenn viele Gäste hier sind. Schön. So, Leute, meine Schicht ist eigentlich seit 30 Minuten zu Ende. Ferhan, übernimmst du jetzt? Bitte entschuldige meine Verspätung, Lina. Du weißt ja, dass der Bus nicht immer pünktlich ist. Ich finde es nicht so nett, dass du zu spät bist. Und ich heiße Tina und nicht Ina oder Lina. Es tut mir wirklich leid, dass ich zu spät bin. Schau bitte, dass das nicht wieder vorkommt. Ich habe abgemacht. Deshalb muss ich wirklich gehen. Tschüss zusammen. Endlich Feierabend. Jetzt gehe ich zu Lisa, weil wir zusammen einen Film schauen wollen. Oh, hallo Daniel und schönen Abend euch zwei. Hallo Tina, ich sehe, dass du müde bist. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Schauen wir mal, ob unsere Arbeitskollegen schon da sind. Was machst du denn für ein Gesicht, Tina? Du hast doch heute Daniel kennengelernt. Deswegen solltest du doch glücklich sein. Ich habe Daniel sogar zweimal gesehen. Aber heute war er mit einer Frau im Café Lou. Ich denke, dass das seine Freundin war. Weißt du denn, dass es seine Freundin war? Sicher bin ich mir nicht, weil ich ihn nicht danach gefragt habe. Ich wollte nur noch weg. Weißt du was? Ich werde ihn morgen in der Schule ganz beiläufig fragen, damit du es in Zukunft weißt.
Das finde ich gut. Lass uns jetzt den Film schauen.